zurück zu einer neuen Folge von der KRC F1 2016 Korbliga. Ja, wir sind heute in Russland. Ja, letztes Jahr bei der F1 2016 Korbliga, also von der Vorgängersaison, war ja auch noch zwei Russland. Ja, aber diesmal nicht Pauli von Paul, sondern nur von zwei und ich von Paul. Ja, das wird relativ lustig. Ja, wir haben nur für 50%, soweit ich jetzt weiß, und steht nicht. Ja, haben wir nur einen Stop, das war relativ klar. Die Softleute könnten eventuell sogar noch durchfahren. Ich würde sagen, wir legen jetzt aber einfach mal los in den großen Preis. In die Einführungsrunde hier hoffentlich. Und ich gehe einen anderen Start hier zum großen Preis von Russland. Hier, ich starte von Pole, das ist ja richtig. Ja, geil eigentlich. Gut, das ging schon mal ins Maler, kommt nicht gut weg. Und da haben sich... Wow! Oh, ihr seid euch für Spasti! Ernsthaft jetzt? Naja, okay, so geht's natürlich auch. Ich bin leider allein im Channel, weil Clockmaster jetzt leider weg musste nach der anderen Liga. Und dann ja, das Cybermax Urst. Ja, also wie gesagt, so. Kollegen nicht. Ja. Das sehen wir nochmal. Cybermax 5, US 4, Smaller 3, Pali 2. Jetzt wird's ernst. Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air. Never to be seen again. Genauso weit raus wie ich und Urs hat ein bisschen Traktionsprobleme, aber da vorne, wie gesagt, so
Fand ich irgendwie schon so ein bisschen unfair. Ich komme hier, die machen Fehler, ne? Und dann ziehen sie so weit auf die Strecke zurück, habe ich keine Chance. Ja, zumindest haben wir DRS gleich, würde ich hoffen. Das ist interessant in der ersten Kurve, wahrscheinlich. Wusste aber auch DRS, Cyber nicht, das ist gut. Aber wir versuchen es einfach nicht, weil wir eben wissen, dass sich vielleicht ein paar verbremsen. Ja, wo es tut es ein bisschen, aber kann man nichts mehr machen gegen. Und noch auf Morga hier, wir können noch mithalten. Und du wisst, dass die zwei halt auf Soft sind und ich auf Super Soft, deswegen können die anderen zwei schon wieder wegpushen. Alter, ey. Oh, leck. Ich brauche jetzt eigentlich überhaupt keinen Regen. Wow, Attacke, wo ist jetzt hier? Mach dazu. Oh, Cyber. Wow. Bisschen abgekürzt hier. Jetzt sind wir vorbei. Zumindest sind wir jetzt nebeneinander. Ich kann es nicht sehen. Alter. Das Eck gibt doch überhaupt keinen Sinn. Auf der Strecke kann man einfach nicht überholen, weil die zwei Geraden, die sind zweimal verknickt. Alter, völlig fair driving hier. Zum Morder, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil das war schon so ein bisschen, naja. Wir sagen Runde, wir pushen einfach mal fett vor. Sind schon 1,1 Sekunden weg, ey, Mann. Na, wartet mal ab hier. Sorry. Und Pali wurde dann anscheinend rausgedreht. Was war da los? Die haben sich anscheinend gedreht. Es kam mir aber auch schon so vor, ehrlich gesagt. Da ist mir jetzt Vierter. Haben Pali hinter. Wow, ist der jetzt weiter zurückgefallen. Habe ich gerade keinen Fortflug geschaden. Der Arme da immer in Kollision verwickelt. Letztes Rennen schon und das heute, heute auch. Ich will nicht hoffen. Und so wie der mir den Einschlag macht, schon. Wir rutschen richtig weit raus. Aber die hat Doppel-Ferrari-Führung hier. Unverdiente. Oh, Maler rutscht aus und Cyber nimmt die Führung. Maler rutscht von 1 auf 3 zurück, okay. Lässt US auch noch vorbei. Was ist das hier bitte? Der Mann von der Pole, der ist nur noch Vierter. Und der Mann von der Verletzung ist noch zu S. Schon Zweiter. Alles gut bei dir. Frontflug ist kaputt. Ja, sorry. Das war knapp. Ich komme nicht selber in die Kurve rum, ein fucking Problem. So, normaler müsste jetzt eigentlich. Ne, der schaut auch noch ganz okay aus, der Flügel. Ah, doch, er geht an die Box. Naja, okay, wir sind Dritter. Kann ich mit leben? Ne, oder? Natürlich. Jetzt haben wir wieder diesen Bug mit dem. Alter, bist du wenig Zweiter? Ne? Lol. Ah, das läuft in eine Vierte, aber okay. Oh, da haben sie jetzt endlich mal den Pöller weggefahren. Gut. Hat der, also die Kamera, die nervt halt auch manchmal. Aber wieso bin ich jetzt Zweiter? Mal, das sind die mit. Das ist, oh, Medium. Okay, der fährt durch, scheiße. Oh, US wird dann, glaube ich, vom Seil ein bisschen weit rausgedrängt. Ja, guck mal, das mal bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Ich glaube nicht, dass man mit dem jetzt schon durchfahren kann. Ja, ich wage es zu bezweifeln. Boah, ey, ich kann die Strecke fast überhaupt nicht im Code fangen. Bin ich zwar. Habe ich mich zusammengerissen. Ah, das ist, glaube ich, so kommt. Ah, das ist klar. Sind aber im blauen Flagge. Oh, da gibt es gerade ein Teamfight. Haas. Wie gesagt, Force India momentan noch führend in der Konzentration, aber Haas oder Ferrari eigentlich beide. Werden da, wobei ziehen wir, wenn ich jetzt Erster werde, dann holen beide mehr Punkte als, na gut, warte mal. Ja, wenn ich Erster werde, nicht, aber wenn ich jetzt Dritter werde, zum Beispiel, dann, wow, Horse Battle davon. Kann ich da eventuell auch durchschlüpfen? Nein. Boah,
wie lang fahren die hier mit durch die Kurven, ey. Alter, das war knapp. Das war jetzt mal richtig knapp. Vor allem wir haben alle auf, war eh klar. Mal DRS, hier, Hammer. Attacke gegenüber Binnen King Party Officer. Wow. Sonst uns aber nichts. Wow, da vorne Führung. Wow, hier im 3 und da vorne Führung. Yo! Und Urs rutscht durch. Da, was machen die denn da alle? 4 verrückte Fahrer greifen nachher 1 und Polly rutscht weg. Alter. Jetzt mal ehrlich. Was wird das hier? Man kann mich zwar schon von der Strecke pushen, wenn man will. Wow. Ich steck da immer meistens gerne zurück, bevor es noch zu einem Unfall kommt hier. Ey, come on. Ich habe zugemacht, aber trotzdem. Jetzt mal aber ohne Scheiß. Werde hier auf der Geraden dauerhaft werde ich hier zwar darf man zwar, aber sollte man nicht allzu oft machen, weil irgendwann reicht mir dann doch und ich wechsle einfach die Seite. Ich kann auch mal mit meinem Benzin sparen, ganz ehrlich. Jetzt habe ich ihn. Wehe, er macht wieder zu. Noch neben mir. Vorbei, endlich mal. Wow, ist mal ein Fehler oder so. Wow, wie geil der Haus eigentlich aussieht, ne? Schon anormal. Wow, kommt der gut hin. Boah, ey, was soll ich denn machen? Ich kann nämlich, ich habe es nach rechts überhaupt nicht konfiguriert, ist mein Problem. Ah, das ist ja. Wahrscheinlich, wow, da vorne geht auch die Party ab. Und das mit dem Design zu machen, ja, okay, aber trotzdem. Sorry. Ey, wieso bekomme ich jetzt Zeitstrafe unnötig? Jetzt schon, okay. Oh, nee, oder? Ja, ist jetzt nicht mal neben mir, ja, wieso? Junge, ich bin schon neben der Strecke. Scheiße. Wow. Und Urs ist... Na, natürlich. Also in diese 3 Sekunden völlig unfair, wenn ich da einfach Urs vorbeilassen will, wegen dem Unfall. Dann bekomme ich einfach 3 Sekunden unnötig Tempolimit.
Tempolimit, soll ich schon Zeitstab, Entschuldigung. Oh, Wheel to Wheel hier. Ich kann reinziehen. Oh, nee, oder? Oh. Ich darf aber auch mal jetzt überholen hier, oder? Oh, ey, Alter. Es ist eigentlich schon richtig unfair, wenn ich da jetzt einfach nicht mit dem Kopf fahren will. Ich glaube, wie weit ist der plötzlich? Und trotzdem, so das Manöver da, das war schon so ein bisschen. Aber ich hätte easy für ihn gehalten können. Die Minimation durchhalten. 10 bis 16. Ja, Junge, wo soll ich denn noch hinfahren? Ja, was wird das? Jetzt heißt er wirklich versuchen, gut zu fahren. Losfahren. So, hoffentlich müssen wir nicht mal in die Box, das wäre nämlich richtig scheiße. So, mal zieht eh vorbei, das war eh klar. Aber auch so. So, ist meine Strategie durch. Jetzt mal auf Medium, so heißt nicht alles gut, die anderen werden zwar dann auch noch auf Soft gehen, aber trotzdem finde ich es so besser. Dass er wirklich pushen und versuchen, Mörder zu bekommen und da vorne vielleicht noch ein Unfall passiert. Gucken wir mal, weil ich möchte halt schon gerne den Podiumsplatz innerhalb von 2 und 1 erreichen, weil ich halt auch die Pole, ne? Und dann dieses unfaire Manöver, okay, aber dann noch das von Marla, ja gut, aber dann das von Ösi ganz zu machen, hätte ich mir auch anders vorstellen können. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit. Und ob halt jetzt auch in die Box gehen wird? Nee. Ich hab jetzt extra auch drauf abgewartet eigentlich. Aber an die Box geht und dann noch nicht mehr. Guck mal, jetzt ist er eh vorbei, dann machen wir einen schönen Undercut. Wow. Also, wie wir momentan fahren, glaube ich, das ist er eher sehr wenig. Wir fahren jetzt erstmal auf Feld und versuchen erstmal den Mörder noch zu bekommen hier.
Alter, ernsthaft jetzt? Ich hatte jetzt auch noch DRS, perfekt. Will ihn nicht schaffen, glaube ich. Weil, nee, doch schafft er schon. Weil, nee. Anscheinend wohl nicht. Samex wird aber immer noch vor Urs. Jetzt haben wir gesehen, dann die ersten Punkte für ihn. Das war jetzt mal, also wir holen auf, ich hole auf jeden Fall schon mit ihm auf. Naja. Hier kommt er wieder nicht hin, oder? Nee. Die rutscht immer sehr weit raus. Aber wieder diese 3 Seconds Time Penalty, die waren schon so ein bisschen, naja, schwul, ehrlich gesagt. Und jetzt gibt's erstmal hier die Attacke. Müsste sich rein, ja, ne? Nee, doch nicht, okay. Morne macht sehr gut, okay. Wow. Vorbei hier. Wird mir nicht viel bringen, glaube ich, weil dann bringt mir nicht viel. Thank you.
Oh, man hat einen Fehler gemacht oder sowas. Wird reichen, aber um vorbeizukommen, wird es wahrscheinlich nicht reichen. Stecke. Alter! Fahr halt schnell um die Kurve, Mann, ey. Schau, dass es hier keine Lichthupe oder sowas gibt, ey. Ich will sowas im Instant benutzen, ne? Boah, ey, Polly. Der beschleunigt eh zu viel anders raus als. Oh, da vorne ist schon mal. Wow, oh, Dreierkampf um Platz 3 eventuell. Reimt sich sogar auch noch. Oh, Scheiße. Boah, 14%, alles klar. Ich klebe ihm am Auspuff. Was passiert? Ich habe keine Ahnung. Das wird eng. Wow. Ey, was war denn das jetzt gerade hier? Der zieht bei mir. Man geht in die zwei Föhnen jetzt eigentlich mal in die Box. Na ja, gut, die sind beide aus Luft, ja gut. Aber trotzdem. Diese Sekunde, die war wirklich sowas von unfair. Die kostet mir wahrscheinlich jetzt auch alles. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Kann ich jetzt nicht viel machen. Was soll das denn, ey? Oh, und der Führende geht an die Box. Und da macht Pauline einen Fehler. Kriegt er nicht so leicht hin, ne? So, wahrscheinlich ist es Urs. Nee, doch. Nee, Cyber ist, glaube ich, jetzt an der Box. Gucken wir mal, ey. Da klebt mir am Heck dran. Das ist ja nicht feierlich, ey. Ey, come on. Die pusht mich auf der Track. Oh, und alle kommen von mir und sagen, ja, genau. So kann, sie können auch so fahren, wenn ihr wollt. Ey, ich sag's dir. Sag mal, fahr halt mal schneller durch die Kurve. Okay, Urs war doch an der Box, dachte ich mir schon. Ey, ich kann auch gleich woanders hinfahren, ey. Meine Fresse, ey. Ja, das weiß ich. Okay. Sagt auch mal, wenn ich da schon da bin, was ja. Sorry. Alter, natürlich. Natürlich. Oder leckt mir ein bisschen zu viel. Boah, ey. Ey, ich habe hier überhaupt keine Chancen. Natürlich macht er die Tür zu. Findet so eine Box. Bringt mir das was? Dann natürlich nicht.
Hey, Palli, ich bin hier noch. Da ist nichts mehr. Doch, da bin ich nämlich schon. Komme ich den Führenden eventuell? Nee, nein, natürlich auch nicht. Ey, alle sind vor mir. Ja, genau. Jetzt reicht's mir hier. Sag mal, was war denn das bitte für eine Veranstaltung? Danke. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Das war's für mich, ne? Danke, Jungs. An euch alle. Was passiert? Also meine Pedale ein bisschen verrutscht. Aber was kann ich dafür, wenn ich am Palli vorbeiziehe und er dann mir reinfährt eventuell? Natürlich. Geht ja nicht noch, wir haben jetzt noch 7 Runden, naja, das halten sie schon
Hätte ich auch auf Soft probieren können, aber trotzdem ist von Pali, das war schon so ein bisschen merkwürdig, dass er mir da wahrscheinlich die Schuld geben wird. Und wo ich überhaupt nichts machen kann dagegen. Relativ passt eigentlich nur. Wir wollen uns mal setzen uns vielleicht ja, 4,6 Sekunden haben wir noch 1, okay. Naja, jetzt haben wir heute mal das Tempo und versuchen es ein bisschen zu sein. Pali Issue hat sich wieder neben der Strecke anscheinend. Er hat einen Platten oder sowas? Könnte eventuell sein, aber ich glaube es eher mal nicht. Also jetzt nicht. Boah, ich dachte ich war schon so schmeckste Strafe, ey. Bei 6 Sekunden Selbststrafe, da fällt man sich dann schon. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 14,2 Sekunden. Hat das Session aufgegeben? Was war jetzt los? Liegt. Ist anscheinend die Barriere dran oder was? Okay, komisch. Es fühlt vom letzten Mal das gestartet, top Leistung, aber trotzdem das von Pali, das verstehe ich nicht. Bin ich mal gespannt, wie gesagt, so sollte noch eine Strafe an mich zukommen, wenn der Qualifying Strafe ist, aber so der Platzstrafe und so weiter, weil das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Dann will ich auf jeden Fall in Rot, wo der Unfall passiert ist, am Ende einblenden. Für kurze Info. Und im Jahr, wie du das dann auch noch zu sehen sein von dieser Kurve. Von dieser Kurve. Also eigentlich ist ja eine KRC-Kurve, ne, muss man mal so sagen. Und die KI halt. Hätte man es auch anders machen können, aber wenn dann einer mal eine kann, dann ist es halt schon besser. Ist es die KRC-Koop-Liga? Umgetauft, dann haben wir von F1 und Semiercoop geerbt. Das war die Vorsaison für viele. Urs ist ja Titelverteidiger eigentlich, in Anführungszeichen. Aber vor 2 Stunden kam ja auch Racing Universe raus und das war ja schon, ja. Glückwunsch an Rayman auf jeden Fall. Für die, die wohl noch nicht spoilern wollen, ist natürlich geil, ne, aber trotzdem. Toll, natürlich, aber den Titel kommt er erst nächste Woche, und das hat das Schöne. Ja, ist es zwar schon, aber ich kann noch was reißen. Ich bin jetzt momentan, glaube ich, sogar viert in der WM. Könnte Bambi sogar noch überholen, wenn ich immer so eine gute Leistung auf der Stelle bringe, was ich aber nicht glaube. Aber werden wir ja sehen. Nächstes Jahr werde ich jetzt besser Auto haben dann. Und mal gucken, was sie da Schönes vor. Deswegen warten wir doch einfach mal ab. Also selber wenn sie, ja gut, sowas auch gegen Medium ist halt schon was anderes als Medium gegen Soft oder sowas.
Ja, die zwei, die wo es richtig gemacht haben, ja gut, Maler denke ich auch von so, ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall zwei von drei Leuten haben es richtig gemacht, mit den Reifen umzugehen. Ich wollte eigentlich eine riesen Undercut gegen eigentlich alle machen, aber hat er ja nicht hingehauen wegen Palais. Man kann es auf jeden Fall mehrmals sehen. Ja, letztes Jahr gab es ja auch sehr viele Highlights, aber US letztes Jahr DNF heuer gewonnen. Eventuell, wir wissen ja noch nicht, ob es da noch eine Strecke oder immer. Momentan schaut es nicht danach aus, dass er hier noch was verliert oder so, dass er noch was gewinnt. Für mich der zweite, dritte Platz in Folge, wer weiß, ob ich da noch eine Qualifying oder keine Ahnung was bekomme. Warum eigentlich, frage ich mich ja auch, aber wir sehen es einfach mal ein. Bevor es dann wieder von was anderem ist. Gut, 6 Sekunden, 3 Sekunden, na ja, gut. Jetzt sollte ich jetzt doch in Dank der Zeitschaft irgendwie noch wohin versetzt werden, auf, sagen wir mal, auf den letzten Platz oder wenn ich jetzt noch den zweiten einholen würde, und, dann wäre ich auf jeden Fall nochmal im Wörtchen reden mit der Rennleitung. Ich weiß es, ich sage es mal vorsichtig, aber ich weiß es, was da will, aber ich glaube, ich weiß, wie es ist. Wir haben noch Benzin für die 400, ja gut, passt. Aber auch so, glaube ich jetzt mal eher nicht, dass auf mich dann noch was zukommen wird. Wenn, wie gesagt, jetzt einfach eingeblendet, ich mache nur noch Fehler. Aber sollte ich jetzt wirklich hier wegen so einer dummen Zeitschau da wirklich noch was verlieren, dann werde ich da auf jeden Fall dann nochmal eine Klage anrechnen gegenüber von der Rennleitung von Codemaster. Das ist mal knapp. Das wird die Strafe mit auch. Weil es ist ja wirklich richtig fair, wenn ich einen vorbeilassen will, dann am Rand fahren und dann eine Zeitschau dafür bekommen. Also wenn es für eine Kollision wird, dann okay, aber sonst nicht. Zu den letzten drei Runden laufen. Wir schon oben hier auf in der Map. Naja, ich habe mir schon vorher überlegt, ob ich das dann überhaupt mitfahre, weil ich gehe einfach körperlich nach dem GT3-Liga-Rennen, wo ich am Ende habe ich vielleicht kurz 10 Minuten ins Weggelegt und jetzt bin ich wieder fit gewesen. Also da habe ich dann noch mein Qualifying dann auch noch ein bisschen ausgeruht. Oh, Maler kommt hin. Scheiße, Mann. Scheiße. Ja gut, 600, das ist auch nicht die Welt, aber trotzdem mal. 4,4, Alter. Warten jetzt mal noch ab. Der pusht noch richtig, Alter. Also wenn ich jetzt wegen so einer dummen Zeitschaffe auch noch was verliere, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Der Fell auf, das kann man auf jeden Fall merken. Fangen wir mal. Treibstoff. Info. Oh Mann. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Natürlich. 4,3, naja. US für, wie gesagt. Aber der Maler war doch mal richtig weit weg, ey. Vielleicht wurde mir gerade gesagt, dass ich eine Zeitschrift angeblich erhalten hätte. Der Abstand zum Führenden beträgt 26,9. Ja, das ist 18,9 exakt. Ja, 3,6. Also, wenn es mich nicht täuscht, werde ich auch noch Platz 4. Aber dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich US Assistent berühre, ne? Und ich dann, ja. Boah, Alter, das sind noch never unter 3 Sekunden. Mir kommen ja schon sehr viele erzählen. Wir knapp. Drei kommen sie natürlich. Von jetzt soll der fett oder was? Sollte eigentlich noch easy ausreichen hier.
Alter, ernsthaft. Ja, er kommt hin. Ja, ja, perfekt. Guck mal, sieht mir gut, aber er macht den letzten Sektor Zeit gut. Gucken wir mal. Und ich werde reiche Treibschüsse aus, bitte jetzt keinen Fehler machen. Alter, was machen wir gerade für einen Fehler? Letztes Jahr gab es hier auch Regen, gibt es dieses Jahr zum Glück nicht. Alter. Gab es dieses Jahr zum Glück nicht. 4,7 immer noch, okay. Ich sag's ihm, das sollte er hinkommen. Ich hatte drei, reicht der Treibstoff jetzt noch raus, ey. Oh nein, 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 nein. Ey, nee, jetzt oder US gewinnt auf jeden Fall. Letztes Jahr hatte er einen DNF noch kein. Ja gut, nach der halben ersten Kurve eigentlich. Nur heuer gewinnt er. Glückwunsch an ihn. Jetzt sitzt mit. Alter, nee, oder? Zieh einfach. So, rennen wir das mal vorbei. Und sind dritte, na gut. Gut, damit fotografiere ich mal ganz kurz noch die Ergebnisse. Gut. Wenn wir dann mal darüber lassen, nächste Woche kommt dann hoffentlich der nächste Lauf von der KRC. Liga hier und dann sehen wir uns nächste Woche, wie gesagt, wieder. Bis dann, haut rein, ciao.